das damals so war, dass es eine ganz, ganz knappe Kiste war. So, jetzt gucken wir mal. Also Steinbacher gegen Heck. Beide Gyms in Rheinland-Pfalz beheimatet. Beide beginnen hier sich abzutasten mit Kicks. Milan Heck hier zieht das Bein nach oben, landet in der Deckung von Steinbacher. Da kommen die ersten Schläge. Boah, Milan Heck stark mit den Kicks. Ja, Milan Heck auch schön Jab, aber auch vorher die schönen Kombinationen. Ja, hat sich die Schläge schon lang. Mit einem Kick dann geendet. Aber ein starker Low-Kick drin. Ja, kam da eben gut durch. Natürlich ein gutes Mittel, seine Aktion vorzubereiten mit dem hohen Push-Kick. Schnell auf den Füßen. Ja, Steinbacher kommt da teilweise auch mit den Low-Kicks durch. Ja, da kam schöne, knackige Rechte ins Haus. Da war Steinbacher mal erfolgreich. Oh, da ist die harte rechte Overhand. Down. Hat aber wenig Wirkung. Scheint die nur umgestoßen zu haben. Aber auch die linke schön gerade durchgesteckt. Ja, das sind hier die schnellen Treffer. Gerade kürzester Weg von Körper zum Kopf. Bin immer schön vorbereitet durch einen Kick von Milan. Aber der ging zu tief. Ja, das finden die Zuschauer auch nicht gut, aber das kann passieren, das passiert in den schnellen Abläufen. Und gerade wenn so viele Kicks involviert sind, ja, man dreht sich mal blöd, man macht mal gut und dann kann das mal passieren. Und da stellt er jetzt keine Absicht. Ja, kurzer Tiefschutz gerichtet. Kann sich jetzt die Zeit nehmen, um den Tiefschlag zu verarbeiten und weiter. Ihre Geste. Ah, der Inside, der hat wunderbar gesessen. Ja, jetzt beide kurz geklincht, wieder getrennt. Ja, und die Push-Kicks kommen auch hart. Können auch zermürbend sein. Und jetzt hier mit der Kombination mit dem Kick abgeschlossen. Ja, die rechte Overhand, die ist stark, die ist hart, die trifft. Die ist auch extrem aufgeladen, die rechte Overhand, wenn die wirklich dann sitzt. Ja, da steckt er dann alles rein. Boah. Hört zwar auf die Deckung, aber auch wieder extrem kraftgeladen. Schön Inside. Ja, die Kicks sind auch hart und schnell. Aber Steinbacher steht gut. Wechselt auch schön. Antwortet auch. Zeigt sich nicht eingeschüchtert. Das Head Movement, wieder schöner Middle Section Kick. Und wieder durchgesteckte Overhand. Und jetzt in den Clinch, vielleicht gibt es mal Takedown. Nein. Direkt gelöst, die beiden wollen sich schlagen. Ja, und die letzten Sekunden der ersten Runde. Steinbacher da mit der linken nochmal zum Kopf, leicht durchgekommen. Ja, man sieht schon. Ende der ersten Runde. Steinbacher schon gezeichnet, das Auge geht schon ein bisschen zu, da kam Milan oft gut durch. Vor allen Dingen mit den Kombinationen, Jab, Overhand, noch ja, eingeleitet mit einem Kick. Gerade die Overhand, die war jetzt echt gefährlich. Lass hier nochmal sehen, in der. Boah. Ja, da hat er ordentlich getroffen, aber scheint auch weggerutscht zu sein ein bisschen. Aber immer wieder schöne Aktionen. Da ist natürlich auch jetzt wieder dreimal, drei Minuten. Wie gut ist die Kondition? Wobei ich muss sagen, Milan Heck sieht jetzt noch nicht mitgenommen aus. Ist noch fit, der Junge. Ja, Rafael Steinbacher kann auch noch lächeln. Und ganz ehrlich, er sah auch noch fit aus. Hat zwar einige Schläge abbekommen, aber ja, hat das dennoch gut weggesteckt. Weiter auch dagegen gearbeitet. Da ist alles noch offen. Ja, da ist alles offen. Und wir starten jetzt in die Runde. Zweite Runde. Ja, Mila macht das gut. Rein und schnell wieder raus.
Raphael wartet immer, wenn Milan rausgeht, auf seine Konterchance. Trifft aber auch da mit der Linken. Er wartet auf die Momente und die nutzt er auch gut. Da ist ein guter Konterboxer und da kommen schön die Linken durch. Oh, ja, da lacht er. Klatscht auf den. Ja, da muss Milan auch lachen. Da ist natürlich, wenn man sich wegdreht, der hat da gut geklatscht. Ja, wenn die zwei da zusammentreffen, dann geht es da immer hoch her. Ja, die Linke von Raphael ist nicht schlecht. Die trifft immer wieder das Ziel. Muss da noch ein bisschen nachsetzen. Da ist natürlich in der Linksauslage dann noch richtig Power dann drin. Ne? Seine Schlaghand, Raphael. Oh, was war das? Was war das? Ja, ich glaube, es hat nur weggerutscht. Ah, oh, oh, gesprungenes Knie. Eingesprungen. Schön. Hätte er nachsetzen müssen. Ist ein guter. Milan hat eh gute Möglichkeiten, um in die Kombination zu kommen. Das macht er sehr, sehr gut. Aber sehen auch hier, es wird ein reiner Stand-up-Kampf. Gibt man natürlich immer die Möglichkeiten, wo man denkt, ah, jetzt wäre für einen Takedown perfekt vorgearbeitet worden. Aber warum die Taktik ändern? Weil es sitzt ja bei beiden gut. Beide haben gute Chancen hier im Stand. Thomas, sie wollen gar nicht in den Boden. Nee, wollen sie nicht. Schön, Körperkopf. Inside, Push, aber er macht sich schon ganz, ganz viele variable Treffer da. Ja, ist auch schön, die Varianz da drin zu sehen. Arbeitet oben und mit den Beinen. Und gutes Head-Movement. Ist auch schon das linke Auge angeschlagen vom Raphael. Also er kommt durch, das sieht man am Gesicht vom Raphael Steinbacher. Immer schön der Inside. Oi. In die Deckung, aber da war Kraft dahinter. Das merkt man auch in den Händen. Schön nochmal durchgesteckt. Also Milan Heck gefällt mir hier sehr, sehr gut. 10 Sekunden noch. Ja, macht das definitiv gut. Das ist der aktivere Part. Gutes Head-Movement, geht schön raus aus den Aktionen vom Raphael. So zwei Runden im Bankkonto von Milan Heck. Jetzt geht's für Raphael Steinbacher um alles. Jetzt muss er alles geben in der letzten Runde. Ja, da nochmal die schöne Aktion mit dem Fliegen. Danach wäre natürlich der Takedown perfekt gewesen. Aber ja, die wollen gar nicht. So, ich bin gespannt, ob wir über die Zeit gehen. Eine Runde haben wir noch, 3 Minuten. Sehen wir ein vorzeitiges Ende. Seconds out und Applaus für diesen hochintensiven Kampf. Die Punktrichter das Ganze entscheiden. Und Runde 3. Starten in die dritte und letzte Runde. Boah, schön, aber die Overhand. Schöner Jab, schöne Kombination. Also Milan startet stark aus der Pause. Oh, wow, da fängt er sich aber einen harten Konter. Ja, die Schläge von Raphael sind auch hart. Die kommen gezielt. Ja, nach der Aktion von Milan, da wartet Raphael auf seine Linke und die kommt auch oft genug ins Ziel. Ja, er macht das nicht schlecht. Er wartet, wie gesagt, auf die Momente. Ja, sich schön runter durchgeduckt, Milan. Inside Low Kick. Und da sitzt die Linke auch wieder im Ziel. In der Runde hier findet Raphael gut die Connection. Lässt die Distanz noch nicht zu groß werden, bewegt sich immer auf Milan zu und wenn er dann die Möglichkeit sieht, dann gibt es den
die Konter links. Schneidet ihm noch schön den Weg ab. Schön. Ja, kommt dann gut nochmal durch in den Clinch. Aber hier wird nicht geworfen, hier wird gebrawlt. Bis zur letzten Minute. Ja, da geht echt keiner zurück von den beiden. Immer nach vorne, schöne Rechte durch von Milan. Kick von Raphael. Konditionell beide auch. Ja, Wahnsinn. Sehr gut dabei. Das ist überhaupt keine Müdungserscheinung. Milan jetzt vielleicht einen Ticken Geschwindigkeit rausgenommen. Jetzt peitscht das Publikum Milan nochmal an. Schöner Jab. Das ist ein schöner Kampf auf Augenhöhe. Boah, wunderbar. Ah, die linke, die ist richtig gefährlich. Von Raphael Steinbacher. Ah, Milan echt ein gutes Head-Movement. Haut dann die Kombination. Die sitzen zwar auf der Deckung, aber sehr schön von der Technik. Die letzten 10 Sekunden in der Runde. Auch richtig feuern von beiden. Da kam mal die linke ans Ziel. So, und da ist der Kampf vorbei. Ja, Wahnsinnsschlacht. Wahnsinnsschlacht, aber mit dem Vorteil für Milan Heck. Ja, dafür waren die ersten zwei Runden zu dominant und dann auch der Knockdown, auch wenn er ein bisschen ausgerutscht ist. Da war schon richtig, richtig viele Treffer. Aber jetzt wäre es wieder interessant, was wäre in der nächsten Runde, weil in der letzten Runde hat Raphael Steinbacher genau seinen Rhythmus gefunden. Ja gut, war war auch Wirkung dabei. Klar, war mit den Beinen dann, hatte keinen guten Stand, aber da hat Milan richtig, richtig getroffen. Ja, super starker Kampf von beiden Athleten. Schönes eingesprungenes Knie. So, und jetzt liegt es bei den Punktrichtern. Das müsste gereicht haben für Milan Heck. Ja, der sieht auch sehr, sehr souverän und selbstsicher aus. Dafür waren die ersten zwei Runden zu eindeutig. Beide Kämpfer sind bereits in der Ringmitte und wir haben einen Sieger. Einstimmige Punktesieger in der roten Ecke, Milan Heck. Ja, den nimmt er verdient mit nach Hause. Stark performt. Ja, erfolgreicher Abend für Shiroki. Bisher, wir sehen noch welche, beziehungsweise noch einen. Ja. Und zwar einen ganz besonderen. Da kann er sich zu Recht freuen. Das hat er sich heute echt verdient. Ja, hat er. Und das sieht die Menge hier genauso.